guten Tag, Leute, Big2B und Olli sind wieder da. Olli macht gerade noch die Atomlochung, diesmal Freihand, Schablone haben wir verlegt. Und ja, währenddessen er die Atomlochung macht, habe ich eigentlich genug Zeit, um alles schön zu erklären, um was es heute eigentlich geht. Es geht um etwas sehr, sehr Neues und sehr, sehr Schönes meines Erachtens nach, und zwar eine Glasrauchsäule für die Nagilem NPS. Und die werden wir uns jetzt mal näher unter die Lupe nehmen. Ich habe sie seit 2 Tagen zu Hause und habe aber noch nicht damit geraucht. Und deswegen schaue ich sie mir jetzt erstmal genau an. Und was mir auffällt ist, dass sie nicht wunderbar, also nicht so schön bearbeitet worden ist. Sie ist nicht so schön verarbeitet an den Enden der... Da wo dann das Metall drauf gesetzt worden ist. Vielleicht sieht man es an der Kamera, ich zeige es euch mal näher. Auf jeden Fall hier unten vor allem, da dran sieht man es vielleicht, da sind so kleine Klebereste noch innen drin im Glas. Klebereste drinne. Und wenn man hier reinschaut, seht ihr den kleinen Durchmesser auf der Seite. Und also hier der Durchmesser innen drin und auf der anderen Seite ist der Durchmesser größer. Ich weiß nicht, ob derjenige, der das hier bearbeitet hat, betrunken war. Auf jeden Fall schauen wir mal, ob sich das in dem Rauchverhalten spürbar macht. Und eine Nagilem steht hier dran noch, ist reingraviert worden. Ja, und wie macht man das Ganze? Man schraubt einfach hier die Standardrauchsäule ab und gibt die neue dann drauf. Das mache ich jetzt. Einfach mal ganz schnell. Geht ja ganz einfach. Es sind ja nur ein paar Teile, was man losschrauben muss. Und dann schauen wir einfach mal, wie das so optisch und vom Durchzug her ist. So Durchzug müsste ja leicht verschlechtert sein. Schön hast du das gemacht. Das ist Freihand. Dann darfst du gleich mal die Glasrauchsäule wiegen. Dann wiegen wir sie halt mal. Also schwer ist sie nicht, das kann ich euch gleich sagen. Ja, ist klar. Die wiegt so gut wie nichts, ist klar. 195, 96 Gramm. Okay. Oh, da hat es gerade der Gummi. Da fliegt alle Gummis nach. So, ja, und dann gucken wir mal nach der Glasrauchsäule. Also knappe 200. Oder nach der normalen Rauchsäule von der Nagilem MPS. 196 die Gramm. Die mehr, um einiges mehr. Das Dreifache, oder? Das Dreifache? Dann wird es ja bei 196, 200, bei 600. Die bleibt gar nicht richtig drauf, aber knapp über 900. Na, 900 ganz genau, also 900? 898. Okay. Ja, das Nagilem-Zeichen, das machen wir dann nach unten. Wenn wir es so machen würden, dann würde es ja auf dem Kopf stehen. Das wollen wir ja nicht. Deswegen machen wir es jetzt auf die Base nach unten. Schrauben wir es mal rein. Das Interessante daran ist eigentlich, dass man halt schönen Rauch durch sieht. Das ist eigentlich das Besondere an so einer Glasrauchsäule. So, schön haben wir das gemacht. So schaut das dann aus. Das lässt sich auch ganz einfach dann wieder hoffentlich mit dem Tauchrohr verschrauben. Wir haben es vorher schon ausgewaschen, deswegen sieht man hier noch ein paar Wasserflecken, Wasserreste. So, und das Ganze wiegt auch jetzt so gut wie nichts, also ganz schön leicht geworden. Ja, mal kurz auf einmal. Auf jeden Fall. Und was auch aufgefallen ist, die Glasrauchsäule ist länger geworden. Das können wir eigentlich mal ausmessen, der Meterstab müsste eigentlich in der kleinen Box drin sein. Ja, wenn das Ding hier auf einmal 700 Gramm insgesamt leichter wird, das merkt man halt. Auf jeden Fall knappes Kilo. Ja, so, jetzt ist es fest. Bisschen noch. Da könnt ihr die NPS tunen. Ja, genau. Gewicht senken. Nee, hier ist er nicht. Genau, Gewicht senken wie im Motorsport, oder? Ja. So. Je leichter doch, desto besser. Carbon könnt ihr ja auch noch einbauen. Nichts passiert. Nur 2 Tote. So, ich weiß nicht, wo es hin. Pack schon deinen Willi aus. Warte mal. Ah, da ist der doch. Ein Splint oder da was? Ah, in der Box. Sag ich doch. Wieso in der? Der Lutscher. So, messen wir mal nach. Wir haben vom oberen Metallstück bis zum unteren. Also ohne Gewinde. 28. Ja, machen wir. Runden wir auf 29 auf. 28,8 waren es. Und jetzt machen wir das mit der normalen Rauchsäule. Ich drehe mal kurz mal die Kohlen. Dann machen wir das Gewinde nämlich auch weg, weil das verschwindet ja eh. Ja. Was hast du gehabt? 29 aufgerundet. Also wir haben hier 25 abgerundet, weil wir bei 25,3 sind. Ja.
Also 25,3 auf 28,8. Das sind 3 cm, gute 3 cm. Was wir dann an der Shisha, an der Größe auch erhöht haben. Ich kann es ja mal vergleichen. Ich kann ja mal die normale, ich habe ja noch mal eine MPS. Kann ich ja mal die da noch nebenhin stellen, dann sieht man den Vergleich. Ja, ist auf jeden Fall ersichtlich jetzt. Ja, auf jeden Fall. Jo. Und vom Durchzug kennen wir uns ja eigentlich auch schon bestens aus bei der Nagilem MPS. Deswegen werden wir dann auch bestimmt gleich merken, ob dieser Verarbeitungsfehler, den wir an unserer Glasrauchsäule leider haben, sich auch spürbar macht oder nicht. Das werden wir gleich sehen. Die Kohlen sind sofort soweit. Der Kopf ist auch gestochen. Lochung. Gestochen. Alter Stecher. Da sind die ganzen Gummis. Hier habe ich noch einen. Einen habe ich bei mir daheim. Aber hier ist genau. Ja, einer drauf. Reicht ja. Das reicht genau. So, und den müssen wir noch da rausnehmen und dann legen wir los. Schauen wir doch mal, was die Glassäule so hergibt. Ja, wo gibt es das Ganze übrigens zu kaufen? Für alle, die es schon interessiert. Shisha-net.de ist, soviel ich weiß, der einzige Shop, der dieses Teil hier überhaupt anbietet. Momentan. Vielleicht ziehen noch welche nach. Es gibt das Ganze aber auch noch original von Egeglas. Das heißt, ihr könnt es beim Gunnar Egenolf unter egeglas.de auch die original Egeglas Rauchsäule machen lassen. Oder eben dann die günstigere und leider qualitativ nicht so hochwertige Version von Shisha-Net. Allerdings der Preis. Preislich ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht. Momentan aktuelle 24 Euro bei shisha-net.de, also ein erschwinglicher Preis, zu 60 Euro von Egeglas. Und 60 Euro waren mir zu teuer, sonst hätte ich mir das Ding schon zugelegt. Aber für 24 Euro, da lässt sich dann schon nochmal drüber reden. Und jo, schließe ich mal meinen Schlauch an und dann gucken wir mal. Wir können jetzt schon mal ziehen, ob wir was merken vom Durchzug. Ja, also man merkt was durch das kleine Loch, muss ich ehrlich zugeben. Wir werden sehen. Weil wir haben ja den guten Kopf drauf mit dem fingerdicken Loch. Ja, Da Vinci SK Funnel. Jetzt schauen wir mal. Zweimal bis es schön angeraucht ist, dann sieht man auch hier die Farbunterschiede dann vom Rauch. Wenn er rausgezogen wird und wieder reingezogen wird, sieht man ja jetzt schon leicht. Ja, jetzt müsste man es eigentlich sehr gut sehen können. Jetzt ist sie gefüllt mit Rauch. Und jetzt wurde das Ganze wieder rausgezogen. Also es ist auf jeden Fall ein Eyecatcher, das auf jeden Fall. Es sieht schön aus, auf jeden Fall, aber es muss auf jeden Fall Minuspunkte geben, weil der Durchzug ist auf jeden Fall verschlechtert worden. Das merkt man, wenn man da also wirklich jetzt mit 4 Mann an der MPS rauchen möchte, dann ist der Durchzug wirklich auf jeden Fall verschlechtert. Man merkt es ja schon zu zweit man leicht. Man weiß ja nicht, ob das jetzt bei jedem Ding so ist, der Fehler. Vielleicht ist bloß bei uns zufällig das Glas oben so eng, rot ist ja breiter. Schade. Also ich weiß es nicht, ob es bei jedem so ist. Vegetoni hat sich das Teil auch bestellt. Und ich hoffe mal, dass er mehr Glück hat und vielleicht dadurch halt dann auch eine bessere Verarbeitung hat. Wir werden mal schauen, er wird sein Video bestimmt auch demnächst mal online stellen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal bei Vegetoni an. Und ich hoffe natürlich, dass es da dann hoffentlich nicht die gleichen Probleme gibt wie bei der Glasrauchsäule. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel alleine oder auch öfter zu zweit raucht, dann kann man sich das Ganze schon mal überlegen. Aber wenn man wirklich zu viert oft raucht, dann ist der Durchzug wirklich enorm verschlechtert. Vielleicht muss ich mal ein bisschen rumprobieren, vielleicht kriege ich ja das Loch doch noch ein bisschen größer. Weil das ist Pfeifen. Ja, das Pfeifen hört man auch, ja. Ja.
Also es lässt sich auf jeden Fall ein bisschen schwerer ziehen. Also das müssen wir leider sagen. Das liegt auf jeden Fall an einem kleinen Loch oben, weil ja, unten haben wir einen guten Durchmesser. Ja, auf jeden Fall. Innen drin kann er ja auch nicht falsch sein. Durchmesser, weil das ist ja komplette Glas. Ja, nee, also es muss an dem kleinen Loch liegen, das ist wirklich verdammt klein. Also das ist... Das ist so Cobra-Schlauch-like. Ja, wenn nicht sogar noch ein bisschen kleiner. Ja, also das ist schade. Ich hoffe, dass es bei Vegetoni nicht so ist, weil wenn es bei ihm auch so ist, dann wissen wir, dass es die komplette Produktion so passiert ist, leider. Aber wir werden sehen. Ich bezweifle auch, dass das Original von Nakilem ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Und Leute, versucht es auch nicht aufzubohren. Weil Glas, ihr wisst, leider springt. Also viele denken sich jetzt, warum bohrt ihr das nicht auf? Klar, könnt, was machen wir jetzt, Kunststoff oder so wäre. Aber Glas, wenn man das nicht langsam genug und so weiter, wie bei den Fliesen, nicht optimal aufbohrt, dann ist gleich der Riss drin oder hier. Also probieren die das nicht. Ja. Ja gut, dann wären wir eigentlich am Ende. Kaufempfehlung bedingt, sage ich jetzt mal. Vom Preis her auf jeden Fall, von der Verarbeitung eher nicht. Das müsst ihr alle selber entscheiden, ob ihr euch das zulegen wollt. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön mit anzuziehen. Jetzt ist es schön und jetzt gleich sieht man gleich, wie der Rauch wieder verschwindet. Das sieht man sehr schön bei der Rauchsäule jetzt. Das ist natürlich das Besondere an dem. Und ja, ihr müsst es selber überlegen, ob ihr es haben wollt oder nicht. Und dann würde ich sagen, das wäre es für heute wieder. Review beendet. Ich sage natürlich wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch was gebracht, das vorher zu sehen, bevor man es kauft. Und dann sage ich und Olli natürlich wieder Danke. Bis die Tage. Ade, wasche. Ade, wasche.